Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei GTA 5. Und ich glaube, ich muss das Mikrofon noch mal ein bisschen lauter stellen. Hallo. Oder? Ich glaube, ich habe da was verkackt. Momentchen, Momentchen. Das haben wir gleich, das haben wir gleich. Bleiben Sie dran, meine Damen und Herren. Eine kleine technische Störung hier. Verfick, geh auf! Alter. Okay, der Windows-Sound will wieder mal nicht. Das Fenster öffnet sich gleich und springt mir dann genau ins Gesicht. Aber egal. Wir spielen einfach mal so weiter. Und eigentlich ist der Sound auch laut genug, wenn ich so beobachte mal ein bisschen. Das kriegen wir schon irgendwie hin, alles. Wir setzen uns mal in unseren netten Truck und haben ja noch ein bisschen was zu tun, ne? Wir sind Trevor jetzt heute mal. Nee, okay. Wir haben ein bisschen was zu tun. Und zwar haben wir hier ein Fragezeichen, Fremde und Freaks. Und hier haben wir ein C, die Chinesen. Fahren wir doch erstmal zum Fragezeichen. Hier oben haben wir auch schon so ein bisschen was entdeckt. Fahren wir erstmal zum Fragezeichen, Fremde und Freaks. Die Mission ist ja immer, naja, ist recht angenehm, ne? Ist das Auto irgendwie langsamer geworden oder kommt mir das nur so vor? Mir kam das mal schneller vor, irgendwie. Egal. Was wollte ich sagen? Genau. Wir sind zurück bei GTA 5 und GTA Online wurde abgesetzt. Kann ich jetzt gleich mal so sagen. Also heute kommt kein GTA Online. Heute kommt dafür dann was anderes. Ich habe ein Retro-Game. Fange ich jetzt gleich an. Das lade ich dann auch gleich noch hoch. Fange ich ein Retro-Game an und zwar wird das Day of the Tentacle sein. Glaube ich. Ich denke ja. Und wie sich das so entwickeln wird, das schauen wir dann mal. Aber jetzt sind wir erstmal bei GTA 5 und wir gehen erstmal zu dieser mysteriösen Frau. There you are, handsome. Lou Mudd. How have you been? Oh, simply wonderful. And you? About the same. Somewhere stuck between joyful and peachy. Even in this world full of scum and detritus, it's only right that we all bear our share. Ain't that the truth? Take this poor wretch, on the run, desperate, alone, about to learn the true meaning of suffering, all for a few thousand bucks. Think you can find him for me? Every man has his talents, Maud, and the rigorous administration of justice is one of mine. That's why I love you, Trevor. I'll send you his file. Trevor ist so ein bisschen gruselig, ne? Irgendwie so ganz leicht. Verlasse das Gebiet. Na, dann verlassen wir mal das Gebiet. Rückwärts und jetzt vorwärts. So, U-Turn. Und wir kriegen gleich eine Nachricht, würde ich mal behaupten. Ah! Festplatte. Von mir aus. Speichern. So. So, gespeichert. Leck mich! Alter, die sind hier krass drauf, Alter. Wo müssen wir denn hin? Tattoo Studio Trevor. Okay, wir fahren einfach mal zu Trevor. Und schauen mal, was da so los ist. Das Radio kann ich natürlich nicht anmachen. Na, ich könnte mal, wenn ich so ein bisschen mehr rede, könnte ich versuchen, das Radio mal so ganz leise im Hintergrund anzumachen. Theoretisch sollte das gehen. Eigentlich. Ja. Na, mal gucken. Mach ich vielleicht nächste Folge mal. Oh. Ups. Das war ein Zaunfall. Und noch einer. Ne, Quatsch. So ein Leitmasten-Dingens-Gedöns da. Genau. Und. Leck mich. Was geht denn bei ihm? Was denn? What's going on, Ron? They were here for you. Here for you. Who was here? Them bikers. After you killed Johnny K. And they damage my stuff, huh? They smash up my home, damage my soul. Oh. This statue here of impotent rage, this fucking meant more to me than Johnny K meant to anyone, and they smashed it.
Those pathetic midlife crisis, hog-riding, shaven-headed, fruity leather, chapped-wearing fucking assholes. They're assholes, Trevor. They are. They're chapped-wearing assholes. Wait, you little shit. Whoa, whoa, whoa. Hey, Michael fucking Townley, right? Bitch wife, two kids, 45. Find them. Los Santos is a big place, Trevor. There's lots of people. You are fucking useless. Huh? Find out who did that fucking robbery, all right? And if Michael Townley lives there, or anyone matching his description, I'm gonna kill you and your fucking cousin. Am I being clear now? Yes, Trevor. Thank you. Wait. Now smile. Yeah. Uh-huh. Right? That's better. Run along. Now, Ron, shall we go? Cannot believe that they fucking destroyed my statue of impotent rage. The cheek! Huh? The fucking cheek of it. Das gibt Ärger. Swing by ammunition. Go to Sandy Shore's airfield. Check it out. Begib dich zu Ammunition. Okay. Dann wollen wir da mal vorbei. I'll come in your ear when I get a hold of you. Oh, what are you buying at the gun shop? I'm not buying anything. I need a sniper rifle with a high power scope. Melvin, how you feel about brand synergy, huh? TP Industries. Ammunition. Good, because you're about to make a corporate gift of a rifle, a high-powered scope, and a suppressor. Take whatever you want, Trevor. I can't afford another fire. That sniper on your wall looks like it'll do the job. She'll do nicely. Now I need a scope and a suppressor. They won't hear me coming. Stop selling weapons to that half-wit Cletus. Was können wir noch benutzen? Das hier vielleicht noch. Man kann nicht schaden. Wir haben ein bisschen Geld dabei, sehe ich gerade. Größeres Magazin, Griff, taktisches Licht, Zielfernrohr, Schalldämpfer. Ach komm hier. Holen wir uns mal eine richtige Waffe noch, die wir auch mal im Gefecht dann einsetzen können, falls es wirklich mal brenzlig wird. Pump Action, Schrotflinte, Schalldämpfer, taktisches Licht. Whatever. Na bitteschön. Bis dahin. Ah, und eine Weste noch. Hallo. Weste. Bitteschön. Ciao. Ich habe mir eine Weste gegönnt. So, damit können wir doch eigentlich mal ein bisschen aufräumen. Geht es hier eigentlich auch? Nee, geht nicht. Okay. Run, I got the gun. Meet me at the water tower just north of the airfield. Roger that, Trevor. But you gotta look out, because there's bikers all over this airstrip. Oh. Of course there are! Was war das denn? Two planes are touching down at the field on a weapons run. We're gonna wait till the right time and appropriate them. Oh. Yes, we are. I'm up here. I don't see the hardware, but I do see a hell of a lot of bikers. Come up! We gotta wait till you can slip in there unnoticed. Should give you the time to plan a route to the gas tank you're rigging up to blow. Really? Go on up, boss. This is high enough for me. Dann wollen wir mal ein paar Typen wegsnipern. Nice. Go on, my son. Whenever you get a doubt in your mind, I want you to remember that. Ich würde gerne den Hund. Nein, mach ich nicht. Right, Trevor. Right. Got it. Now relax. So. ATV can only take you so far. Park it and don't let them spot you. Can you see me, Trevor? Can you see me? You wouldn't believe this, Ron. One of these assholes is having a seizure or something. That's me. Don't shoot. Well, get a move on. I'm moving. Just keep me covered, okay? So, Ron ist da. Der geht hier vorne lang, ne? Vorne ist einer. Sollen wir den gleich... Hold up! There's a guard standing on
under the control tower. Good kill, Trevor. Come on, keep it moving. Shit, I hear an engine. They're gonna see that guy you shot. Quick, shoot out the lights on the tower above him. Ja, quick, sagst du. Das ist ja richtig schwierig, ey. Aber ich könnte ihn noch so schön umlegen. Ah, hier. Okay. Someone's coming out the far door, man. There's a second guy coming out of the building. Good kill, Trevor. So, den haben wir. Ich könnte jetzt genau drauf schießen. Aber nein. Oder da drauf schießen, ist auch lustig. Oh, ich habe so ein Verlangen danach, ey. Oh. Das war's dann, glaube ich. Sturmgewehr, Karabiner. Ich bin gar nicht dead. Karabiner, Action. Wie sie alle einfach fallen. Okay. Die Engine läuft aber noch nicht, mein Freund. Alter, ist das denn ernst? Alter. 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 Alter, was ist hier los, ey? Shit!
I told my contact to meet us just off the coast. Hey, there's a biker on your wing, Trevor. I am aware of this. Well, you gotta get him off. Do a roll or something. While the man on my wing presents no immediate danger, I'll do my best to oblige you. That guy is clinging on. Oh, there he goes. I feel safe. You set up a buyer for these guns already? I thought we was just hitting back at him for the thing with the statue. If you'd read our latest shareholder report, Ron, you'd know TP Enterprises has been exploring a takeover of some lost MC business in the armaments and narcotics sectors for some time. And that kind of requires someone to purchase our guns. Right, of course. But Johnny K and the figurine? Recent events, my impending departure included, have only expedited things. Trevor Phillips Enterprise is a far superior organization to the Lost Leather Club. Well, we hope we improve revenue streams, cut overheads, and maximize profit, all that. I wouldn't expect anything less. For one thing, we won't be paying a bunch of idiots to stand around in cowhide sniffing engine fumes. It's important work you're doing out here. God knows, we need a sharp mind running things. Ah, wir fliegen von dadurch. Someone's out there and wants us to know it. You think it's the buyer? That's him. Let's do it. Okay. Haben wir noch eine Rolle? So niedrig, so ungefähr, ja, so, ja, so, ja. Okay. Successfully delivered, Ron. Now remember, if you beat me to the airstrip, I'll butcher your carcass and wrap you in cheesecloth. Oh, ich hab... Nee, das ist mir zu riskant. Ich hätte jetzt schon Bock gehabt, das zu unterfliegen. TP Enterprises are raising guidance, and the Lost MC are posting unexpectedly soft projections for the coming quarter. They're getting everything that's coming to them. A vast criminal conspiracy like the Lost MC shouldn't let a goon like Johnny K represent them. He was a man past his prime. I heard he used to be serious. A few hard stamps to the head knocked the seriousness right out of him. Sure did. But before that, I mean, back in Alderney. Man was weak for Crystal, weak for Ashley, man was weak. Shouldn't have spoken to me like that. He shouldn't have. He was a fool, and you corrected him. He'll not do that again. Keep low, over the swamp, boss. So the guns are going to Mexico? Mexico, yep. Guy in the boat is Oscar Guzman. He's in with the cartels. If there's a market, this could be a way to expand the business. Like I hadn't thought of that. We might be able to buy into Oscar's thing, but leave that to me, Ron. I'm sorry to ask this. But does your contact pay well for this kind of shipment? Because I've got those lawyer fees for the divorce and my settlement costs. Oh, he pays. Better than any in this sorry country. That's good to hear, man. We'll talk about the exact split when we're grounded, okay? All right, T. So. Schön eingepackt. I think that was adequate restitution for my impotent rage statue. That was a mighty fine statue, Trev. That was a mighty fine piece of plastic shit. But
There is no price for emotional attachment. I mean, you might forego your cut to alleviate my heartache. I might? Yeah, I mean, I will. Good idea. We don't have time to dwell on that now, because we got more runs, Ron. If there is one thing that they need south of that big fence, it is guns! Trevor Phillips Industries! Technical expertise, managerial innovations, unstoppable! Oh, that's right! Now go! I need to meditate. Or masturbate. Or both. Okay. Du kannst jetzt verschiedene Immobilien in San Andreas kaufen. Zum Verkauf stehende Immobilien sind mit markiert und die gekauften mit Bei vielen Immobilien musst du Verwaltungsmissionen absolvieren, um die Mieteinnahmen zu erhöhen. Manche Immobilien können nur von bestimmten Charakteren gekauft werden. Smoke on the water. Ja. Wenn du diesen Hangar kaufst, kannst du Schmuggelmissionen für Oscar erledigen. Also das heißt, wir können ihn kaufen, wir müssen aber nicht. Oh. 6 Brücken, ein Flieger, fliegender Tod. Missionszeit. Ja. Ich wurde darüber informiert, dass dieser Gestrauchelte sich beim Steinbruch versteckt. Einem Anschein nach wird ein allglatter Typ. Er wird also wahrscheinlich abhauen. Beim Steinbruch also. Hey Trevor, Oscars Bezahlung für die Waffen sollten schon eingegangen sein und es sieht so aus, als sei der Flugplatz der Lost jetzt leer. Du hast sie weggepustet. Ich denke, das macht ihn offiziell zum Eigentum der von Trevor Phillips Enterprises. Fahr rüber und sieh es dir an. Das heißt, der Flugplatz gehört jetzt uns. Nice. Tja, kaufen wir das Ding oder kaufen wir es nicht? Nö. 150.000. Nee, kaufen wir jetzt nicht. Nee. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich mache hier mal schnell speichern. Mr. Phillips. So, okay, das wird reichen. Und ja, bis dahin. Warum steige ich da jetzt ein? Will ich doch gar nicht. Hui.